Ja, hallo und schönen Abend. Wir sind bei der HDW2 und haben heute unseren zweiten Gast im Sommersemester 2019 zu Besuch. Und ich freue mich sehr, dass Martin Ebner von der TU Graz über Open Educational Resources sprechen wird. Martin leitet die Abteilung Lehr- und Lerntechnologien an der Technischen Universität und ist einfach der E-Learning-Mann vor Ort. Er forscht auch im Bereich Medieninformatik, in der er sich habilitiert hat, und sein Spezialgebiet ist Bildungsinformatik. Seine aktuellen Schwerpunkte sind Seamless Learning, Learning Analytics, Open Educational Resources, Maker Education und informatische Grundbildung. Und ich würde mich jetzt sehr freuen, Martin, wenn du mit deinem Input beginnen könntest. Ja, also lieben Dank für die Einleitung und für die Worte, auch für die Einladung, da heute was zu machen. Ich darf dazu so meinem, sage ich, im Haus- und Hofthema kurz reden. Das ist das Thema Open Education Resources. Ich werde versuchen, meinen Bildschirm freizugeben, dass wir die schauen, ob das funktioniert. Ja, also das Thema Open Science Training, Open Education Resources ist ein Thema, glaube ich, das also im Zuge des E-Learnings und der digitalen Medien einfach wahnsinnig an Bedeutung gewonnen hat. Und warum das so ist, das versuche ich also jetzt in der Einführung kurz zu sagen. Und ich glaube, es ist also kein wahnsinnig schwieriges Thema, es ist nur ein sehr starkes Bewusstseinsthema, dass man sich immer bewusst ist, was das auch heißt, wenn man mit digitalen Materialien arbeitet und wie das also grundsätzlich funktioniert. Ich habe vorweg immer so drei Fragen. Die drei Fragen sind bewusst, also eher rhetorische Fragen zum Mitdenken und wie man sich dann vielleicht selbst dann die Antwort geben kann. Die erste Frage ist zum Beispiel, dürfen Sie also Vorlesungsunterlagen, ich glaube, ich kann das auch gleich machen, genau, Ihres Vorgängers überarbeiten und nutzen? Also das ist so der klassische Fall bei unseren Universitäten. Wir haben also einen Professoren- und Professorinnenwechsel und dann ist die Frage, kann ich jetzt einfach die Unterlagen vom Vorgänger einfach hier verwenden? Die zweite Frage ist, dürfen Studierende, das ist also jetzt die andere Seite, also meine Lehrunterlagen, die ich also in einem Learning Management System zur Verfügung stelle, einem anderen Studierenden, der auch Teil dieser Vorlesung oder dieses Seminars ist, per E-Mail versenden? Also ein ganz einfaches Beispiel, ich habe also mein Skript hochgeladen in einem Moodle-System, der andere Student fragt, okay, kannst du mir das schnell schicken? Und der schickt das halt per E-Mail weiter. Und die dritte Frage ist, also dürfen ich, also Sie, Vortragsunterlagen, das sind ja die Lehrenden, mit Abbildungen aus Veröffentlichungen von anderen im Web einfach veröffentlichen? Ja, also sind so drei rhetorische Fragen. Ich glaube, man erwischt damit sehr gut den Alltag. Also Lehre passiert also einfach, indem wir halt sehr viele Unterlagen haben und versuchen dann das Beste mit diesen Unterlagen zu machen. Ich würde es nicht fragen, wenn es also ein klares Ja geben würde. Also die Antwort ist in allen drei Fällen eigentlich Ja, wenn. Und zwar, wenn wir die Zustimmung der Urheberin oder des Urhebers haben. Die Zustimmung ist immer im besten schriftlicher Form natürlich, weil also sollte es eine Urheberrechtsklage geben, dann muss ich natürlich nachweisen, dass ich die entsprechende Genehmigung hätte. Das heißt, eine mündliche ist eigentlich zu wenig. Und wenn man sich das jetzt so überlegt und sagt, naja, das sind aber Alltagsfälle, die eigentlich wahrscheinlich uns alle laufend irgendwie passieren, dann ist es eigentlich schon schwierig, also wie man dieses Urheberrechtsproblem und dem Ganzen also begegnen kann. Und da kommen also diese Open Education Resources ins Spiel. Also Open Education Resources sind also die Idee, das sind Materialien, die entsprechend lizenziert sind und eben diese Wiederverwendung und die Verbreitung, die Veränderung und so weiter eben explizit erlauben, ohne dass ich also nachfragen muss, weil eben das Material bereits unter einer entsprechenden Lizenz steht. OER, also wie gesagt, steht für Open Education Resources, das ist der englische Begriff. Im Deutschen verwenden wir oft offene Bildungsressourcen oder freie Bildungsmaterialien als Begriff dafür und als Definition, die also eigentlich von der UNESCO, glaube ich, 2002 oder 2003 herausgegeben wurde. Übersetzt ins Deutsche, steht also dafür, sind freie Bildungsmaterialien, das heißt Lehr- und Lernmaterialien, die frei zugänglich sind und dank entsprechender Lizenzierung oder weil sie eben gemeinfrei sind,
ohne zusätzliche Erlaubnis bearbeitet, weiterentwickelt und auch weitergegeben werden dürfen. Das heißt also, hier ist der Unterschied zu etwas, was Sie einfach im Web finden, ist etwa, dass da eine entsprechende Lizenzierung eben vorliegt. Und das Wichtigste gleich an dieser Stelle, OER oder diese freien Bildungsressourcen haben nichts mit dem Format zu tun. Das gilt genauso für ein gedrucktes Buch. Das heißt, man kann auch ein gedrucktes Buch natürlich unter eine freie Lizenz stellen. Dann kann man sich das kaufen und ich kann mit dem Buch machen, was ich will, in dem Sinn, dass ich es weiter kopiere, weiter verteile, verändere und so weiter. Es ist natürlich nur so, durch die digitalen Formate, dass mir das Verteilen einfacher geworden ist, ist es natürlich ein sehr starkes Problem, unter Anführungszeichen geworden, im Bereich des Internets und jetzt erst augenscheinlicher. Das heißt also, das Urheberrechtsproblem ist ja kein Problem, das mit dem Internet aufgekommen ist. Das hat auch schon in den 1980er Jahren gegolten. Dort hat uns halt niemand erwischt oder wo kein Kläger, da kein Richter. Was im Klassenzimmer vorgefallen ist, hat keiner kontrollieren können. Und heute ist es halt viel einfacher, weil also Fotos aus dem Hörsaal direkt rauswandern. Dann kann man also sehen, welche Urheberrechtsverletzungen die Professorin und der Professor gemacht haben zum Beispiel. Das ist natürlich dann eine ganz andere Verteilungsgeschichte. Die offene Lizenzierung oder wie man das eigentlich macht, das ist vielleicht eben bekannt. Das sind die sogenannten, also typischerweise verwenden wir heute gerne die Creative Commons Lizenzen. Creative Commons ist ein Verein, der weltweit tätig ist und sich zum Ziel gesetzt hat, für jedes Land einen quasi diese möglichst anzupassen. Also das Urheberrecht ist ein Landesgesetz immer und es ist sehr unterschiedlich. Und dahinter bei CC BY wissen wir, dann steht es in den USA das gleiche wie also in Österreich. Und da hat man sich eben auf diesen Standard geeinigt. Das heißt, prinzipiell kann jeder sein Material natürlich lizenzieren, wie er möchte, einen eigenen Text entwerfen, aber wir können eben das nehmen, weil das juristisch dann bereits richtig formuliert ist. Ja, und sehr wichtig, also wenn man sich mit Creative Commons Lizenzen beschäftigt, unterscheiden wir das Online. Das sind diese drei, die auf dieser Folie zu sehen sind. Das erste ist CC BY. Wenn Sie so etwas sehen, dann heißt das, Sie dürfen dieses Material verwenden, verändern, wieder veröffentlichen, bearbeiten, alles, was man damit tun möchte. Sie müssen nur den Namen der Urheberin oder des Urhebers angeben. Unter Namensnennung alles erlaubt. CC BY SA heißt Share Alike. Das würde sein, Sie dürfen auch alles mit diesem Material machen. Sie müssen wieder BY, also den Autor nennen. Und Sie müssen das neue Material, das Sie also selbst erzeugt haben, auch unter die gleiche Lizenz stellen, nämlich wieder unter CC BY SA. Der berühmteste Vertreter von CC BY SA ist die Wikipedia. Die Wikipedia quasi hat die Idee, sagt, nur so kann mein Material tatsächlich offen bleiben, weil sie ja quasi zwingt, dass auch das Nachfolgematerial wiederum so veröffentlicht wird. Und CC0, das ist die Public Domain. Wenn Sie etwas unter CC0 sehen, das heißt, Sie brauchen gar nichts tun, Sie können das einfach nehmen und verwenden. Das ist in Österreich oder in Mitteleuropa ein bisschen umstritten, weil das eigentlich der Verzicht auf das Urheberrecht ist und das kann man per Gesetz nicht machen. Das heißt, es gibt zwar Gutachten, die grundsätzlich sagen, wahrscheinlich ist es auch in Österreich möglich, aber eigentlich also rechtlich gar nicht erlaubt. Ja, und die zwei weiteren, die es gibt, auf die man auch immer wieder stoßt, sind dann die CC-Lizenzen ND als Zusatz. Dann würde das heißen, man darf das Material verwenden, aber nicht verändern. Das heißt, das ist typischerweise bei Open Access der Fall, dass wenn Sie so Publikationen finden, und dürfen Sie die runterladen, Sie dürfen es auch wieder wo online stellen, aber man darf es eben nicht verändern. Es muss so bleiben, wie das Grundmaterial war. Und das Non-Commercial, das ist natürlich auch spannend, das ist also diese Lizenz, wo man sagt, das darf ich jetzt also nicht kommerziell verwerten in einem kommerziellen Kontext. Das ist aber durchaus schwierig, weil natürlich die Frage ist, ab wann es kommerziell ist und wann nicht. Und da gibt es natürlich auch am Bildungssektor gewisse Probleme. Du Martin, entschuldige, ich habe mich, also ich glaube bei deinem E-Learning-Blog oder so, hast du, bei dieser Lizenz gibt es ja auch das Land und die Version dabei und du hast, glaube ich, Österreich Version 3 und dann habe ich geschaut, wie haben wir bei uns am OER-Blog international Version 4 oder so, kannst du da kurz was dazu sagen?
Ja, also, natürlich entwickeln sich diese Lizenzierungen grundsätzlich weiter. Wir sind also aktuell in der Version 4.0 und es gibt also kleine Unterschiede. Ich habe seinerzeit, wie ich begonnen habe, eben mit 3.0 gestartet und habe es darauf gelassen. Es ist also auch, wenn man lizenziert, das habe ich so jetzt nicht dazu gesagt, also es ist notwendig zu sagen, welche Lizenz, CC BY, dann sollte man angeben, wie man zitiert werden möchte, also Martin Ebner. Und dann ist sehr wichtig, die Versionsnummer dazu zu schreiben, genau aus diesem Grund, weil es leichte Unterschiede gibt. Und die ist dann gültig für eigentlich ewig immer. Ich kann eigentlich nur upgraden, nie mehr downgraden. Also ich kann jetzt von 4.0 nicht mehr auf 3.0 zurückhupfen, weil das schließt sich aus. Und also das heißt, daher ist die Versionierungsnummer wichtig, weil es sich ab und zu dann alle 2-3 Jahre ändert. Da kommen kleinere Adaptionen dazu. Und das mit Österreich? Genau, also es gibt, ich habe die Österreich-Version genommen seinerzeit, ja. Also es gibt also länderspezifische und es gibt welche, die sind also anders ausgelagert. Da müsste man sich im Detail anschauen, was da noch der Unterschied ist. Also ich habe, glaube ich, die hat, also die, ich glaube, die Österreich ist eben auch durch die internationale jetzt aufgegangen. Das ist also, das sind also die mehrere Staaten zusammen, das ist besser formuliert worden. Okay, aber was ich da höre, ist sozusagen, das ist nichts, wo man sich ewige Gedanken machen muss. Genau, also es ist nur wichtig, dass man nicht hergeht und dann einfach, also dass man es nicht dazu schreibt, weil das ein Problem wäre, weil also man muss wissen, auf welche Version sich diese Lizenzierung jetzt eigentlich bezieht. Und die ist dann so zu lassen eigentlich. Okay, super, danke. Das heißt, dann kommst du zu deinem nächsten Input-Block. Mhm. Der nächste Input-Block war, also das Thema sind so bekannte oder weniger bekannte OER-Initiativen von Hochschulen, damit also es also nicht nur eigentlich etwas Theoretisches ist, sondern tatsächlich auch gemacht werden. Das ist das älteste Geschichten, ist das Directory of Open Access Journals. Das heißt, das ist eine Auflistung von wissenschaftlichen Publikationen, die also im Wesentlichen alle unter einer CC-Lizenz stehen, zumeist, also wie ich zuerst angekündigt habe, unter CC BY in CND, also eigentlich nur lesend, aber das waren so die ersten Initiativen, wo wir überhaupt begonnen hat, das also zu veröffentlichen. Eines der bekanntesten Initiativen jetzt für Lehrmaterialien ist also die Wikiversity. Die steht also, wie man rechts oben sieht, unter CC BY SA und in der Wikiversity also findet man also tatsächlich schon also Lehr-Lerninhalte, die eben unter CC BY SA veröffentlicht sind und also im Prinzip also weiterverwendet werden können. Eines der ersten Initiativen in Österreich war das E-Learning 1x1 von der virtuellen BH. Da hat man also Lehrer und Lehrerinnen gebeten, also ihre Medieneinsätze zu beschreiben und also so darzulegen, dass also auch andere das also weiterverwenden können. Und das ist unter CC BY SA seinerzeit also veröffentlicht worden und steht also grundsätzlich zur Verfügung. iMOOCs.at, also wir an der die Uni Graz und die TU Graz haben eine MOOC-Plattform gemacht und also was uns also wesentlich von anderen MOOC-Plattformen unterscheidet, ist, dass wir also nicht nur Online-Kurse anbieten, sondern dass jeder Online-Kurs auch tatsächlich als OER definiert sein muss. Also der hat eine Creative Commons-Lizenz. Welche ist egal, das überlasse ich den Lehrenden. Das heißt, manchmal kann auch eine Idee vorkommen, aber wir versuchen natürlich sehr offen zu lizenzieren. Und der Hintergrund ist der, dass man also diese Online-Kurse nicht nur selbst frei und offen machen kann und gratis, dass es nichts kostet, sondern nein, man kann also jetzt jedes einzelne Lernmaterial daraus nehmen, sei es ein Video, sei es also ein PDF, sei es eine PowerPoint oder wie auch immer, und selbst weiterverwenden. Also unsere Idee war, dass man also nicht nur diese Kurse grundsätzlich zur Verfügung stellt und also durchführen lässt, sondern unsere Idee war sehr stark auch, dass diese Dinge auch dann eben in anderen Kontexten Verwendung finden, weil wir also nicht nur gesagt haben, wir wollen also da für uns, sondern eigentlich für alle im Prinzip produzieren und das Beste, was uns passieren kann, ist, dass es sehr oft angewandt hat. Das heißt, unterscheidet uns massiv, vor allem von den amerikanischen Plattformen. Die amerikanischen Plattformen, bei denen sind diese, heißt offen tatsächlich nur zugänglich. Das heißt, wenn Sie heute auf edX oder Udacity einen Kurs machen, dann kann man sich auch dort frei registrieren, man kann ihn machen. Aber eigentlich ist es nicht offen lizenziert. Das heißt, ich kann nicht dort einfach die Materialien runterziehen und bei mir in der eigenen Lehrveranstaltung einsetzen. Also das wäre eigentlich so nicht erlaubt. Udacity oder edX und diese Plattformen machen auch zu. Das heißt, die hören wirklich dann auch auf nach einer gewissen Zeit und dann sind sie nicht mehr zugänglich. Und auch das machen wir nicht. Wir unterscheiden also eigentlich nur zwischen laufenden Kursen, das
die bezeichnen wir es betreut, weil da gibt es meistens einen Lehrenden dabei, der in einem Diskussionsforum das mitmacht, und eben sogenannten Selbstlernkursen. Das heißt, nachdem Sie einmal durchgelaufen sind, stehen Sie einfach auf der Plattform zur Verfügung. Man kann es selbstständig einfach durchmachen oder, wie gesagt, also Teile dafür verwenden. Und das Ganze gibt uns ein bisschen recht, weil das sehr viel jetzt auch von anderen Universitäten grundsätzlich verwendet wird und in anderen Kontexten, manche verwenden also nur zwei Videos, manche sagen, der ganze Kurs ist interessant. Und wir merken, dass es also dadurch sehr, sehr viele unterschiedliche Szenarien gibt, wie diese Online-Kurse jetzt auch verwendet werden können. Und das hatten wir uns am Anfang auch nicht in dieser Tiefe grundsätzlich vorgestellt. Ja, also wir haben einen vielleicht durchaus auch spannenden Kurs gemacht. Das war gratis Online-Lernen seinerzeit 2014. Das Spannende war das, dass wir uns tatsächlich mit einem Online-Kurs versucht haben, den Leuten das Internet-Lernen beizubringen. Und zwar der Anspruch war also der Gesellschaft und nicht den Studierenden, also allen. Und wir haben da Arbeitsheft produziert und dieser Kurs wurde dann also quasi durchgeführt mit also diesem Printmaterial. Und das Ganze hat also insofern, ist das spannend geworden, nicht nur, dass wir das mit sehr vielen, 2.000, 3.000 Leuten gemacht haben, sondern dass dieser Kurs dann auch später wirklich explizit für Berlin noch einmal gestartet worden ist und für Köln. Also da haben wir zwei Außenstellen gehabt, die gesagt haben, man könnte den Kurs uns noch einmal machen, das ist eh OEA und wir würden das gern auch für unsere interne Weiterbildung, also das waren dann halt irgendwie so berlinweite Kurse verwenden und das haben wir auch gemacht und das ist, hat auch gezeigt, welche Auswirkungen also diese freien Bildungskurse haben können, weil es jetzt eigentlich rechtlich gesehen also kein Problem ist. Wir haben auch teilweise Kurse auf anderen Plattformen, also vor allem mit unserem Kooperationspartner Moin in Lübeck durchgeführt. Das heißt, die haben im Prinzip haben wir eins zu eins den Kurs da drüben rüber kopiert, die haben den einfach auch durchgeführt. Und umgekehrt auch, also man kann plötzlich Material hin und her tauschen und braucht das also nicht mehr überlegen und das kann man durchführen. Und die Beispiele haben wir gemacht, machen wir. Und das zeigt halt einfach, dass das sich schon sehr rentiert, wenn man das Lehrmaterial also hier sehr offen lizenziert. Ja, das ist jetzt eh Moin oder jetzt heißt es OnCampus. Das ist unser MOOC-Hub-Partner, sagen wir, genauso wie HPI in also Potsdam. Mit denen tauschen wir uns also regelmäßig aus. Einerseits also oft, dass man tatsächlich auch Inhalte hin und her tut. Und das Schöne ist auch, also wenn jemand tatsächlich sehr regelmäßig bei uns Kurse machen würde, dem fällt dann auf, dass also gewisse Videos immer wieder vorkommen. Naja, klar, weil Themen manchmal ähnlich sind. Und man kann also hergehen und sagen, ja, das eine Video verwende ich jetzt auch in meinem Online-Kurs, weil das ist ja ganz gut und praktisch. Ne? Und umgekehrt heißt das auch, ich als normaler Lehrender kann jetzt in meinem Moodle natürlich auch noch also von iMOOCs einfach Videos verwenden, weil sie stehen auf YouTube frei zugänglich und sind also, wie gesagt, offen lizenziert. Ja, sehr wichtige Plattform, also von meinem Dissertationsvater, Hermann Maurer, ist das Austria-Forum. Das ist eigentlich also weltweit die größte landeseigene Wikipedia, sagen wir immer. Das heißt, das ist eigentlich ein Wiki für Österreich mit der Idee, also jetzt liegen, glaube ich, knapp 1 Million Objekte drinnen und viele davon sind offen lizenziert. Das heißt, also er hat in fast sein Lebenswerk manchmal, kann man das fast beschreiben, Dinge einfach zusammengetragen und hat versucht, sie weitestgehend offen zu lizenzieren, also auch diesen Leuten also das abzuringen, dass es offen ist. Immer ist es nicht gelungen, aber bei sehr vielen Dingen. Und das ist ein sehr großes, umfassendes Nachschlagewerk und ist also in Sachen Österreich natürlich jetzt deutlich besser aufgestellt als die Wikipedia, weil also sehr viele Bücher da drinnen sind, auch Webbooks nennt er die, die eigentlich gar nicht mehr in der Nationalbibliothek, also in ihrem Archiv irgendwo herumliegen. Ja, dann die europenia.eu war ein europäisches Projekt, hat sehr viele Inhalte auch. Man kann sich also hier Bilder oder sonstiges suchen, ist also auch unter unterschiedlichen CC-Lizenzen lizenziert, aber sehr vieles also frei und offen, also zugänglich. L3T war also unser Lehrbuch, das wir also offen lizenziert haben seinerzeit, auch unter CC BY-SA. Also es war das erste große Lehrbuch im deutschsprachigen Raum, das tatsächlich frei und offen zur Verfügung gestanden ist. Und das Schöne daran ist, man kann also nicht nur das Lehrbuch grundsätzlich nutzen, sondern man kann jetzt auch hergehen und alle Bilder aus dem Lehrbuch rausnehmen, sich seine eigene Präsentation basteln und es verwenden, wie man es möchte. Und diese Effekte haben wir alle beobachtet. Also das haben wir am Anfang 2010 auch nicht gewusst, ob das alles so funktioniert. Aber mit dem Dauer der Zeit sieht man, dass tatsächlich diese freien Bildungsmaterialien in diese Anwendung hineinkommen. Also das wird weiterverwendet, verbessert, dazu geschrieben und man freut sich eigentlich, dass das Material auch wirklich in der Lehre seinen Einsatz findet, für den es ja grundsätzlich gemacht worden ist. Einer der bekanntesten ist immer der Professor Spannagel,
in Heidelberg, ist also einer jener, der angefangen hat, also seine bekannt geworden ist, vor allem durch den Fleet Classroom natürlich, aber er hat alle Videos, die er in den Fleet Classroom verwendet, auch offen lizenziert. Das heißt, also man kann sich also alles im Netz bei ihm anschauen. Und natürlich haben die Leute unglaubliche Anzahl an Aufrufen, wenn man sich das anschaut, weil es halt das ist, was man im Netz grundsätzlich verwenden kann und natürlich auch weiterverwenden kann. Das heißt also, dadurch findet es natürlich auch Anwendung. Sehr schönes Beispiel ist auch die SEGO Geschichte, das ist eine Lernplattform für offenen Geschichtsunterricht. Da kann man sich so bei Köln. Die haben also sehr viele Lehrlernmaterialien genau zum Thema Geschichte gemacht. Oder auch der TIPS ist also ein sehr lange schon dabei, bei OER dabei, sein wollende Datenbank, also wo sie sehr, sehr viele Bilder haben, die also offen lizenziert sind. Und sein Bilderpool und die haben gesammelt und haben sehr früh auch begonnen, das also tatsächlich auch so zur Verfügung zu stellen. Vielleicht darf ich da ergänzen. Wir haben an der FH Joanneum dieses oer.fhjoanneum.at und da gibt es Materialien aus dem Studiengang Content Strategie und vom ZML. So, ich habe jetzt zwei Blöcke, die ich dann ein bisschen zügiger jetzt mache. Das sind die Werkzeuge, also was gibt es in dem Sektor und was hat sich also durchaus schon bewährt. Und dann noch ganz kurz zu den Herausforderungen und Chancen. Das erste, das habe ich zuerst kurz anklingen lassen, ein sehr mächtiges Werkzeug ist Google selbst. Man kann also in der Suchfunktion, die also oft versteckt ist in den erweiterten Einstellungen, wenn man da rechts unten schaut, kann man also Nutzungsrechte einstellen. Das heißt, also typischerweise ist eingestellt nicht nach Lizenz gefiltert und man kann also da auch eben quasi mehr oder weniger die CC BY-Lizenz oder CC BY-NC oder wie auch immer angeben und dann würden die Suchtreffer nur solche erscheinen, die tatsächlich auch auf dieser Webseite so lizenziert sind. Das ist total praktisch, vor allem wenn man natürlich Bilder oder irgendwelche Inhalte sucht. Ein sehr spannendes Projekt ist auch Photos for Class zum Beispiel. Hier kann man also Bilder runterladen unter CC BY, wenn man so sucht nach irgendwelchen Bildern. Tutore.de lege ich manchmal gern ans Herz. Also die haben ein sehr schönes Programm geschrieben und haben gesagt, man kann es entweder kommerziell kaufen. Und wenn man das nicht möchte, dann kann man sich Arbeitsblätter online erstellen. Die einzige Geschichte, die man tun muss, man muss nachher dann eben als OER veröffentlichen. Das ist die Auflage, wenn man es also nicht bezahlen möchte. Das ist ein sehr schönes Tool, wenn man so Arbeitsblätter macht. Also das funktioniert dann wie PowerPoint. Kann man sich also gern anschauen, wenn man so solche Dinge öfters erstellt. Pixabay ist also eines der größten Bilderplattformen weltweit, die offen lizenziert ist. Mittlerweile stimmt dieses CC0 nicht mehr. Pixabay hat also eine eigene Lizenzierung jetzt entworfen, weil es ein paar Vorfälle gegeben hat, aber prinzipiell ist es so, dass es grundsätzlich ohne weitere Geschichten kann man die Bilder von Pixabay bei sich einfach einbinden. Keine Zitation, keine Angabe, gar nichts, sondern einfach verwenden. Gut, und der zweite Punkt ist noch das Thema Herausforderungen. Also sind so Lessons learned aus diesen vielen Jahren Erfahrungen mit OER? Da gibt es diese Folie, das ist der Dark Side. Also es gibt also auch tatsächlich Herausforderungen, Nachteile, wie auch immer. Wir wissen heute, dass wenn man OER-Material erzeugt für sich selbst, ist es meistens mit Mehraufwand verbunden. Der Mehraufwand vor allem deswegen, der im Bereich der Bilder liegt. Man muss, gewisse Bilder können nicht mehr verwendet werden. Die müssen jetzt vielleicht neu gezeichnet werden, anders gestaltet werden und es ist aufwendiger. Also es lässt sich also nicht verschweigen, dass jedes Mal, wenn wir gesagt haben, wir machen jetzt also natürlich das Ganze als OER, dann haben wir tatsächlich also auch immer mehr an Ressourcen gebraucht. Es rentiert sich natürlich, weil dann das Material tatsächlich sauber ist und ich stehe auf dem Standpunkt, ja, man sollte das auch durchaus tun, weil bei den Studierenden verlangen wir auch, dass sie keine Plagiate machen und wir sollten eigentlich auch sauber arbeiten, dass da nichts passiert, aber es ist mit Mehraufwand verbunden. Es verändert das Geschäftsmodell, das heißt also eben mit der Idee zu sagen, ich gebe meine Bildungsmaterialien frei und offen her, kann ich natürlich jetzt nicht mehr von dem Verkauf leben. Das haben wir gemerkt, das ist vor allem im Bereich der Erwachsenenbildung durchaus ein Problem, weil die Trainer sich sehr stark über dieses Material oft also identifizieren. Die sagen, ich bin ein Trainer, ich bin selbstständig, ich lebe davon und warum soll ich dann das offen hergeben? Dann nimmt der andere das und macht meine Trainings. Aber dort wird es schwierig zum Beispiel. Also in diesen Bereichen haben wir also auch mit dem Geschäftsmodell durchaus also Hürden zu überwinden. Es gibt nach wie vor Unsicherheiten aufgrund des Urheberrechts. Das Problem ist vor allem die sogenannte, wie es im nächsten steht, gutgläubige Nutzung. Das Problem, das wir tatsächlich haben, ist, also wenn ich jetzt von Ihnen ein Material übernehme, das offen lizenziert ist, das bei mir mache und
und guten Glaubens, also einfach das weiterverwende und selbst wieder lizenziere, und da waren aber Fehler drinnen, das heißt, also da hat es Urheberrechtsverletzungen gegeben, dann bin ich auch dran, weil ich hätte es überprüfen müssen. Das macht das Ganze sehr schwierig eigentlich in der Lehre, weil natürlich also Fehler sich fortpflanzen würden und also viele Leute dann tatsächlich verklagbar sind und führt das Ganze ad absurdum. Aber mein Ansatz ist halt immer, wenn je näher Personen wir aufkleben zum Thema Urheberrecht, desto sauberer werden die Arbeiten, desto weniger wird passieren. Und ich habe also jetzt noch keinen großen Fall, dem das tatsächlich so widerfahren ist. Und natürlich rein technisch gesehen, als letzte Herausforderung, wir haben auch Probleme, dass die wirklichen Werkzeuge, wie wir sie teilweise auch brauchen würden, um gut mit Lehrmaterialien arbeiten zu können, die sind teilweise noch in Entwicklung. Also zum Beispiel kann man sich vorstellen, wenn man jetzt ein Bild aus dem Internet quasi in seine Präsentation einbaut, dann sollte doch bitte gleich die Lizenzierung mitgehen. Also das macht doch keinen Sinn, dass ich die wieder extra herüberkopieren muss und solche Dinge. Das geht technisch, aber da sind wir also noch sehr in den Kinderschuhen. Umgekehrt also die Chancen, was kann man sagen? Natürlich, die Nutzung ist kostenfrei. Das heißt eigentlich für uns jetzt, wenn wir das verwenden können, ist total super. Es kostet uns nichts. Man kann es anpassen. Das heißt also, wir haben oft gemerkt, also wenn ich jetzt eine Präsentation habe, ist es dann völlig egal. Also es ist ja offen lizenziert und ich kann es also für A, B und C also einfach halten. Dann diese schnelle Aktualisierung und Verbesserung. Natürlich Material, das online ist, das kann ich also sehr schnell vielleicht im Hintergrund austauschen, was also bei typischerweise Printskripten und so weiter also nicht machbar ist. Und wie gesagt, OER-Material kann ich sofort verändern, habe also kein Problem damit und das kann also durchgeführt werden. Dann natürlich auch das ganze Thema der Kooperation und des Austausches. Es wird bei uns immer schlagender. Also wir merken halt, also an der TU Graz, glaube ich, sind also von 10.000 oder 15.000 Studierenden mehr als ein Drittel bereits Navi-Studierende, die arbeiten also an beiden Universitäten. Und je mehr man in Austausch geht mit anderen Partnern und Partnerinnen, sich vielleicht in Gruppen formieren muss, die typischerweise nicht nur an der eigenen Universität sind, und immer mehr Materialien braucht, dann hilft das natürlich enorm, wenn ich nicht dann auch noch Urheberrechtsproblematiken habe. So darf ich da überhaupt, weil da habe ich ja nicht Zugriff und so weiter. Daher ist natürlich, also wir sehen wir als OER, als Enabler, um Kooperation und Austausch einfach noch zu beschleunigen und noch besser zu machen. Und das führt auch dann in die ganzen Thematiken hinein, wie Partizipation und offenes Lernen. Also richtig gute, offene Lernsettings sind nur dann möglich, wenn ich mit Materialien das alles tun kann, was ich will. Und das ist natürlich schwierig, wenn Sie also mit einem Lehrbuch von Springer, kann man das natürlich machen. Das hemmt natürlich sehr stark. Und vor allem, also, wenn man das auch noch sagt, also wir haben jetzt dann in Zukunft vielleicht immer mehr Leute mit digitalen Endgeräten, dann können sie die nicht einfach herumschicken, tauschen, kopieren oder sonstiges. Das wird es sehr, sehr erschweren. Also ich habe manchmal gesagt, dass vielleicht sogar das Problem ist, dass das digitale Klassenzimmer ad absurdum geführt wird, wenn die Materialien natürlich überrechtlich geschützt sind. Das ist dann natürlich schwierig. Ja, auch etwas, was man nicht vergessen sollte, eben, dass ich zuerst kurz angesprochen habe, ist die Form der Reputation. Das ist schon so, also dass Materialien, die man eben frei zur Verfügung steht und von anderen verwendet werden, man kann natürlich damit auch seine Lehrleistung sichtbarer machen. Und das finde ich auch einen sehr wichtigen Punkt, weil also es geht also nicht ja nur darum, wenn ich beruflich jetzt vielleicht die Hochschule wechsle, dass man sagt, ich bin ein toller Forscher, eine tolle Forscherin, sondern also auch umgekehrt sagen kann, auch meine Lehrleistung, die können Sie sich im Internet anschauen. Ich habe schon solche Online-Kurse mit so und so vielen Tausenden an Personen gemacht, das ist alles offen lizenziert, man kann sich das auch schon, wird weiterverwendet. Oder ich kann sagen, also zum Beispiel die ETH Zürich verwendet meine Folien. Das ist natürlich ganz was anderes, also auch zu Reputationszwecken kann man dann weiterkommen. Und natürlich davon natürlich, dass es aus wissenschaftlicher Sicht auch spannend ist, wenn andere Universitäten meine Thesen oder sonstiges verwenden. Ja, also man sieht, Beispiele habe ich hier noch angeführt. Wir haben also sehr viele Bücher. Also auch das ist ein Buch, das ist ein Handbuch, das wir unter OER gestellt haben. Wir haben das Buch vielleicht, ich weiß es nicht, 30, 40 Mal verkauft. Aber ich habe vergleichsweise, also wie auch öfter vorgehen, Folie gehabt, habe zigtausende Downloads. Und im Endeffekt ist das mehr wert, sage ich in Summe, als wenn ich es jetzt also wirklich 100 Mal verkauft hätte, nur weil ich es zurückbehalten hätte. Und natürlich auch gerade in der Sustainability-Debatte, die wir gerade an den Universitäten und Hochschulen in Österreich führen, die Nachhaltigkeit, also OER ist eine massive Triebfeder für Nachhaltigkeit, weil das können wir nicht mehr zurückpfeifen. Also
das verschwindet nicht mehr, weil wenn es einer runtergeladen hat, auf den nächsten Server gespielt haben, so kann ich auch gewährleisten, dass dieses Material tatsächlich erhalten bleibt, weil es eben also frei nutzbar ist und immer wieder, also diese Mindesthaltbarkeit ewig ist schon eine spannende Geschichte, zu sagen, okay, so gewährleisten wir auch, dass tatsächlich also Materialien für viele nachnutzbar sind und auch zugänglich sind im Sinne also der Bildung. Das war die Qualitätsdebatte. Das war ganz am Anfang. Also wir haben einfach gelernt, dass niemand irgendwas als OER zur Verfügung stellt, weil wir haben im Gegenteil eben gezeigt, also dass eigentlich die OER-Materialien eine sehr hohe Qualität haben. Und der Vorteil ist, ich kann jetzt mich als Lehrender, wenn der Pool natürlich sehr groß ist, mir genau das rausziehen, was ich für meinen Unterricht brauche, das verbessern und neu arrangieren und wieder der Gesellschaft zurückgeben. Und das ist eigentlich auch das, wo wir glauben, dass Qualitätsverbesserung in der Lehre generell auch OER unterstützen wird. Und das Nonplusultra-Argument zum Schluss, warum wir eigentlich tatsächlich OER machen, und das ist also manchmal auch ein bisschen idealistisch gedacht, ist halt, wir wollen damit auch Zugang zu Wissen und Bildung schaffen. Also wir reden zwar von diesen Wissensgesellschaften, aber im Endeffekt sagen wir, na, da dürft ihr das Buch kaufen, damit ihr auch Wissen seid. Das kann es auch nicht sein. Also wir müssen alle diese Diversitätsprobleme und sonstige Personen, die sehr schwer an Bildungsmaterialien kommen, eigentlich massiv unterstützen. Und das sehe ich auch als gesellschaftlichen Auftrag einer Universität, dass man sagt, ja, also natürlich soll das jeder bekommen, weil wenn diese Person nicht zu mir kommen kann, dann kommt wenigstens das Bildungsmaterial ist zugänglich und sie kann sich selbst also weiterbilden, so gut es geht. Na gut, dann möchte ich mich sehr bedanken bei dir, Martin. Das bitte gerne. Ja, vielen Dank und schönen Abend.